Guten Morgen Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Dienstag und es ist auf jeden Fall heute Zeit für einen kleinen Rückblick. Ui, es ist zu hell. Auf die letzte Trainingswoche. Das machen wir jetzt auf jeden Fall als erstes. Und dann gibt es noch eine kleine Event-Ankündigung fürs Wochenende. Aber jetzt eins nach dem anderen. Kaffee, Porridge, Wochenrückblick. Los geht's. Ja, also ich würde sagen, wir schauen mal in die letzte Trainingswoche rein, was da so zusammenkam. Im Großen und Ganzen bin ich wieder so auf ein bisschen besseren Weg und bin eigentlich ganz zufrieden mit der letzten Trainingswoche. Summa summarum kamen dabei immerhin 15 Stunden rum, hauptsächlich im Wasser, was wieder echt gut geht, also Brust ist nahezu verheilt. Und auf dem Rad habe ich auch einiges machen können. Laufen am Dienstag und am Donnerstag dann sogar ein bisschen schneller, habe Tempo gemacht am Donnerstag für Hanna und Kimi auf der Bahn. So habe ich einen schnelleren Dauerlauf gemacht, hatte immer wieder ein bisschen langsamer, ein bisschen schnellere Teilstrecken mit dabei. Das waren dann insgesamt 11 Kilometer 3,38 Pace. Geschwommen bin ich insgesamt 6 Stunden und dabei 17,9 Kilometer. Auf dem Fahrrad war ich diese Woche knapp 6 Stunden 45 und zu Fuß, wow, 19,9 Kilometer. Also da habe ich echt ein bisschen runtergefahren, weil das Schienbein ein bisschen zwickt. Ja, da bin ich jetzt einfach ja, eher auf der vorsichtigeren Seite, weil ich nichts riskieren will, mir jetzt irgendwie eine größere Verletzung einzufangen. Dazu kommt dann noch zweimal die Woche Krafttraining. Das, was ihr jetzt hier an Prozentzahlen, also das, was ihr immer seht, sind immer die Prozentzahlen an der Gesamttrainingszeit bemessen. Und ihr seht also, die Verteilung war diese Woche auf jeden Fall mit den meisten Stunden auf dem Fahrrad. Und dann ganz knapp danach die meiste Zeit, die ich investiert habe, eben ins Schwimmen. Und da war ich am Samstag überrascht, weil ich eine... Ich war überrascht, es war wirklich eine der härtesten Schwimmeinheiten, die ich gemacht habe. Wir sind 1000 Meter geschwommen, 14,55, eine Minute Pause, 2x 400 geschwommen in 5,45 mit 45 Sekunden Pause. 4 mal 200 in 2,50 mit 15 Sekunden Pause und 6 mal 100 in 1,23 mit 10 Sekunden Pause. Da war ich dann schon ganz schön grau. Mit der Einheit war ich wirklich sehr zufrieden und fast ein bisschen überrascht, weil ich mich die Tage davor relativ madig gefühlt habe. Und ja, ins Schwimmen habe ich jetzt schon auch den ganzen Winter echt viel rein investiert. Deswegen hat es mich umso mehr genervt, als es nicht richtig ging wegen der Brust. Aber das scheint jetzt überwunden zu sein. So. Diese Trainingswoche sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Heute ist Dienstag, gestern schon eine gute Radeinheit gemacht und dann nach ungefähr 1,5 Stunden kurzer Pause hier nochmal 5,5 Kilometer ein bisschen flotter gelaufen, also so ein ja, verzögerter Koppellauf. Was es noch zu sagen gibt für das heutige Video ist, dass ich dieses Wochenende in Langen bin bei der Triathlon Convention Europe, halte am Samstag Mittag rum einen Laufworkshop und werde auf jeden Fall ein paar Stunden danach noch auf der Messe sein. Freue mich, ein paar Leute von euch zu sehen. Wenn ihr da seid, sagt Hallo und genau, wir sehen uns beim Laufworkshop. Ja, das war's mit dem Video für heute. Wir gehen jetzt noch in die Halle zum Trainieren, beziehungsweise ich. Mal schauen, wer noch kommt. Und dann geht's morgen mit einer langen, langen Radfahrt weiter. 5 Stunden sind geplant. Hoffen wir mal, das Wetter ist gut. Heute nicht ganz so phänomenal wie die letzten Tage, aber puh, das war ja wirklich, wirklich, wirklich sehr gut. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.